alle deine Lieder. Du mein Gesicht am Morgen. Ich lass dir jetzt ein bisschen Zeit und hoff, wir sehen uns wieder. Ich glaube, relativ früh war mir klar, dass wenn ich meinen eigenen Klang erschaffen möchte, den ich 15 Jahre schon kannte mit dem Cello, dass es am besten wäre, eigentlich gleich mit dem Cello zu schreiben. Ich spiele auch gar keine Gitarre und dann habe ich das einfach ausprobiert. Also es ist einfach ein sehr, sehr altes Instrument aus dem 18. Jahrhundert und es ist über 300 Jahre alt. Ich bin natürlich immer sehr gestresst, weil die Bedingungen, weil jetzt sage ich mal so bei Festivals oder auch in so Arenen, auf so Arenentouren, natürlich irgendwie andere sind und die Leute eher Gitarren gewöhnt sind, die vielleicht 1000 oder bis 5000 Euro kosten. Und das natürlich hat so einen emotionalen Wert, wenn irgendwie der Hals durch ist oder irgendwas passiert, dann kann man den nicht einfach ersetzen, selbst wenn es irgendwie finanziell möglich wäre. Dann ist es einfach kaputt. Und dann passt man so viel drauf auf, dass man irgendwie schon, glaube ich, alle nervt damit. Aber es hat einfach Priorität. Ich wollte immer vielleicht so eine Sonderstellung schon auch haben. Das ging dann irgendwann mal so weit, dass ich mich halt gefragt habe, ob ich wirklich ins Orchester passe oder ob mir das gefallen würde. Und dann dachte ich eigentlich, wahrscheinlich nicht. Ich lass nicht zu, dass sie entscheiden, wo du fremd bist und wo nicht und wo dein Zuhause ist. Denn ja, sie wollen entscheiden, ob du gehen magst oder bleiben kannst. Denn ich sage dir, das sind nicht wir, das sind manchmal habe ich einfach in der Straßenbahn eine Idee und schreibe irgendwie einen kompletten Text runter und dann ist der fertig fast. Und manchmal suche ich irgendwie auf dem Cello ein paar Akkorde, wo ich stehen bleibe und denke, das berührt mich gerade. Und das wäre irgendwie schön, da was draus zu machen. Du nimmst mich nicht wahr. Diese Idee, dass man etwas ganz Neues erschafft und das gab es noch gar nicht davor. Dass eine Stunde Musik am Abend gespielt wird, die man selbst erschaffen hat oder mit Musikern erarbeitet hat, war irgendwie was, was mich total fasziniert hat. Ich bin so müde, dich zu sehen, mich zu fragen, wohin wir gehen, weil alles um dich geht und keiner dich versteht. Soll ich kämpfen oder gehen, mir fällt zu schwer, dich zu verstehen. Du gibst mir keine Zeit, ich kann dich nicht begreifen. Ich mach die Augen zu, du machst die Augen zu und sind die Augen zu. Kommen wir zu.